jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Ihr habt ja die ganze Zeit nur gesehen, wie ich hier am Wuseln war. Es ist gar nicht mehr morgens, es ist nämlich schon 20 vor 1, ehrlich gesagt. Ihr habt ja gestern in dem Vlog gesehen, dass wir so lange renoviert haben im neuen Haus. Jetzt klingelt gerade mein Telefon, einen Moment. Ja, das war der Bernd. Da haben wir nämlich immer Probleme auf der Arbeit, das erzähle ich euch gleich. Also jedenfalls war ich stehen geblieben beim gestern Abend. Wir kamen so spät vom Haus, da habe ich ja nur schnell den Vlog beendet, weil meine Kamera leer war, der Akku. Und jetzt haben wir heute Morgen, also ich zumindest, ich bin liegen geblieben, habe das Video in Ruhe geschnitten und alles. Bernd ist schon um 7 Uhr wieder zum Haus gefahren, weil die haben da eben zu Ende gestrichen. Die Küche wurde ja gestern tapeziert und heute Morgen haben sie dann halt alles zu Ende gestrichen. Und so Feinheiten, nochmal was ausbessern und so. Da hat er Brötchen mitgebracht, da haben wir ganz in Ruhe hier gefrühstückt. Die Kinder, also Calvino hat Besuch, deswegen sage ich immer die Kinder. Wir haben nicht zwei Kinder, wie schon viele vermutet haben. Also bald haben wir zwei, aber im Moment haben wir nur eins. Und das, wenn ich sage Kinder, dann haben wir immer hier Kinderbesuch von Schulfreunden. Die sind jetzt draußen im Garten mit Smurfy spielen. Ansonsten chillen die auch ganz viel. Und jetzt ist der Bernd zur Arbeit gefahren. Wir haben da Probleme mit so einem Lieferanten. Die Pakete kommen immer nicht an und so. Deswegen muss er da jetzt eben hin und da E-Mails schreiben und das klären. Also ist er so Büroarbeit am Machen. Am Machen, das hört sich auch an. Egal, der kommt gleich zurück. Und dann heiß. Oh, geht es wieder zum Haus. Heute werden dann im Wohnzimmer die Lampen in der Decke installiert. Und wir wollten eventuell schon mal den Teppich oben im Schlafzimmer rausreißen und sowas alles. Und ihr dürft wieder den Tag mit uns verbringen. Eine Schere? Ja. So, wir sind schon hier im Haus, Ortswechsel. Und wollten ein bisschen weiterkommen. Wir wollten unter anderem das Treppengitter, Kindersicherungsgitter anbringen. Wo, ich weiß nicht, wo wir eine Schere haben. Bitte? Ich weiß nicht, wo wir eine Schere haben. Dann gucke ich gleich. Wo möchtest du denn dran haben? Das Gitter? Ja, ich hätte es. Ja. Geht ja nur da. Und wo möchtest du das Gitter dann aufmachen? Zu nach hier oder nach dahin? Ja, geht ja auch nur nach hier. Es geht nach beides. Ja, aber da ist doch die Stufe dann im Weg, wenn du es nach da aufmachst. Nach dahin. Ach so, nach hier hin. Quasi vorher an, wo die sein müssen für das Gitter. Ja. Ja, wir haben nämlich extra ein Gitter aus Metall genommen, damit nicht eventuell das Murphy das kaputt kaut. So, ja, da sind jetzt nur so kleine Popelschrauben bei. Wo sind die denn? Smurfy, wo sind die denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, wenn da ein Kind oder ein Hund richtig dran rüttelt, dann bricht das ab. Bernd sucht jetzt gerade vernünftige Schrauben. Ja. Und ich bin immer noch müde. Geh mal weg hier. Schmutzelchen. Hast du? Hm? Ja, von der Lampe. Brauchen wir eh nicht. Okay. Recycling sozusagen. Super. Noch die Technik irgendwie, ja. Tada, Smurfy, komm. Komm, hopp. Ja. Heute Abend, Stefan wollte mir Miracoli machen, ist er auch, ne? So, Miracoli gibt es niemanden, der das sieht jetzt, ne? Was? Hilfst du mir jetzt beim Schrubben? Ich schrubbe das Treppengeländer weiter. Wieder? Ja. Ich suche gerade dieses Polyboy-Zeug fürs Treppengeländer. Das hatte ich ja schon bestellt. Hier. Ja, das jedenfalls haben wir geholt oder bestellt. Das probiere ich aus. Murphy. Ja, warte. Komm mal hier.
Herrchen, mach die Türen da rein. Komm hier, Etti. Nur für dich, damit du hier rumlaufen kannst. Nur weil wir dich haben, du wundervolles Beagle-Tier. Was? Nur weil wir dich haben, du wundervolles Beagle-Tier. Du warst der größte, du bist ein Wunschhund. Haut da an die Leine. Smurfy, raus. Komm. Aus. Aus und raus. Aus und raus. So. Schmeiß das drüber. Die Männer machen jetzt unten die Lampen dran, die neuen. Und ich werde versuchen, hier unser Geländer. Seht ihr, hier oben habe ich schon, wie schön hell das geworden ist. Habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, und ich schrub das weiter. Genauso wie die Stufen kann ich jetzt, weil hier ist überall so ein bisschen Farbe. Und der Teppich kommt ab, da kriegen wir einen neuen. Da wollten wir erst warten mit dem Teppich. Ja, ein bisschen zum Schutz, bis sie alle gestrichen haben. Also da fehlt noch so ein Aufsatz für dieses Gitter. Weil Bernd hatte ja eine andere Schraube genommen und das muss eine Senkschraube sein. Deswegen passt da der Pömpel nicht hin. Deswegen muss man das noch ganz vorsichtig auf und zu machen. Ja. Ist das schwer, die einzubauen? Wenn man weiß, ist das super. Okay. Ja. Nein, das will ich mal. So, die Männer sind schon fertig. Tada, sie funktionieren. Und Bernd hat gesagt, dann könnten wir jetzt theoretisch schon mal das Sofa auspacken und aufbauen. Weil ja das Grobe jetzt hier alles erledigt ist. Und ja, die machen gerade ein Päuschen, dann bauen die das hier auf. Ich werde jetzt hier, also ich habe hier unten die Stufen abgemacht, also diese Treppenteppichdinger, wo ich neue bestellen werde. Hier habe ich sie noch drauf gelassen. Aber ich will jetzt unbedingt diesen Polyboy ausprobieren, was ihr mir empfohlen habt. Deswegen mache ich das jetzt erst, weil sonst schaffe ich das nicht mehr, weil wir gleich schon abhauen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich das hingetan habe, die Flasche. So, ich bin ganz aufgeregt, wie das jetzt hier funktioniert. So, man soll das vorsichtig auf ein fusselfreies Tuch und an einer unauffälligen Stelle testen. Und ich habe extra dunkel genommen, in der Hoffnung, dass es die Kratzer und so ein bisschen ja, übermalt. Oh, das war eine gute Entscheidung. Ich zeige euch das. Also, hier habe ich das jetzt getestet. So, da werde ich jetzt mal drüber gehen. Das stellt leider nicht so richtig scharf die Kamera. Ja, oh, super. So, schaut mal. Ich finde, das kann man sich jetzt schon richtig gut vorstellen. Das Sofa haben wir noch ein bisschen so im Raum stehen lassen. Weil, ja, ich muss natürlich noch ein paar Mal dahinter herwischen. Jetzt machen wir nochmal das Licht an. Dann sieht das noch schöner aus. Ne, Smurfy, dir gefällt das auch. Ne? Er mag es, dass er da auf der Fensterbank dann sein kann und rausgucken kann. Ja, oh, freue ich mich. Kann man sich auch richtig schön vorstellen. Alles. Jetzt haben wir natürlich hier noch sehr viel Müll. Halt, ja, Pappe. Und da ist die ganze Folie drin vom Sofa. Aber ja, das nehmen wir jetzt nach und nach mit. Das wird schon. So. Ja, das Treppengeländer habe ich leider nicht fertig bekommen, weil das hier jetzt erstmal trocknen muss alles richtig. Ich habe das ja richtig abgeschrubbt. Da werde ich auch wohl nochmal drüber gehen,
Das wird noch eine Zeit dauern und vielleicht auch mal ein bisschen schleifen. Ich weiß nicht, das hat da oben auch ewig gedauert, dieses Stück, was ich als erstes fertig hatte. Aber das habe ich jetzt schon eingeölt. Ich guck mal, ob man es sieht. Der Teppich hier kommt ja auch noch weg. Da oben, da seht ihr das. Also da ist es jetzt eingeölt. Dann gehe ich auch noch mal drüber. Ja, noch ganz viel zu tun. Murphy gefällt das so. Mir auch, das ist richtig gemütlich. Na, Murphy, wo ist Herrchen? Ja, der Bernd ist schon nach Hause gefahren mit seinem Kollegen. Denn, ich sitze auf dem Sofa. Ja, fein, sind wir auf dem Sofa, Murphy? Ja? Schön. Die gucken nämlich Fußball. Und ich habe gesagt, dann fahrt ihr schon mal. Und ich mache diese vorteilhafte Position. Nein, und ich zeige hier euch noch einmal alles, bevor wir fahren. Weil wenn halt der Kollege hier ist und so, dann kann ich auch nicht so gut filmen. Ja, aber und von hier sehe ich, dass der Boden richtig siffig ist. Oh je, da werde ich noch ein paar Mal richtig schrubben müssen. Also ich habe gestern sogar teilweise mit einem Spachtel konnte ich das den Dreck abmachen hier, als ich hier geschrubbt habe. Aber heute habe ich keinen Bock mehr. Der will auf die Fensterbank. Das geht noch nicht, ne? Nee, das geht noch nicht. Die muss erst näher dran stehen. Da draußen laufen immer viele Tiere hin und her. Ja, die kann er jetzt immer gut beobachten. Das wird bestimmt sein Stammplatz werden. Ja, meine Lieben. Ich glaube, das war wieder ein ganz kurzer Vlog, weil ich ja nicht so richtig filmen konnte, wie immer wir hier sind. Das ist so halt, ja, es sind immer Menschen mit hier und dann wird das nichts. Dann kann ich nicht filmen, wenn die dann im Hintergrund reden und dann hinter der Kamera herlaufen, also oder vor der Kamera eher gesagt herlaufen, dann klappt das nicht mit dem Film. Jetzt ist er zufrieden. Der war so nervig heute, der hat so viel gebellt. Weil der hier einfach nicht so richtig zur Ruhe kommt, ne? Bis das erstmal alles eingerichtet ist und so. Jetzt ist er müde. Das war anstrengend, ein Blödmann zu sein. Ja, pff. Pff. Ich sag euch. Ja, zu Hause koche ich jetzt einfach nur eine große Packung. Nicht, also Miracoli, aber diese, die gibt es auch beim Aldi, diese nachgemachten Miracoli für uns alle. Wenn der Bernd dann mit seinem Kollegen Fußball guckt, dann koche ich das und dann können wir alle zusammen essen, mache ich einen Salat dabei. Ja, und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Oh, so, dann gehe ich jetzt mal den Calvino holen. Der ist ja auch noch hier. Calvino, wir fahren nach Hause. Okay. Kommst du mit oder bleibst du hier? Natürlich komme ich mit. Du hast ja schon deinen Schlafsack aufs Sofa gemacht. Ja. Super. Ja gut, ich warte unten. Bis gleich. Du glaubst nicht, wo der Smurfy jetzt übrigens zur Ruhe gekommen ist. Wo? Was meinst du, wo liegt der? Unten. Ja, auf dem Sofa, auf dem neuen. Pennt. Ganz tief und fest. Ein Wirbelwindhund. So. Irres Wesen. Jetzt kann ich das Licht hier auch wieder ausmachen.